Servus Freunde des schlechten Geschmacks und der seichten Unterhaltung und willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins, wo wir jetzt mit Priester Menehet sprechen am Tempel der Sachmet in Yamu. Und los. Bayek, welch glückliche Fügung. Ich dachte, es dauert Jahre, bis wir dich wiedersehen. Friede sei mit dir, Menehet. Wie geht's der Familie? Die Kinder werden mit jeder Minute größer. Meine Frau und ich haben alle Hände voll zu tun. Und du? Gibt es was Neues zu... Nein. Ich vergesse mich. Es gibt so vieles in deinem Leben, worüber man besser nicht spricht. Vergib mir. Ich sehe an deiner Kleidung, dass du befördert wurdest. Ah, ja. Der Hohepriester in seiner Gnade machte mich zum Stellvertreter. Und er hat noch viel mehr als nur meinen Rang verändert. Du musst dir den Tempel ansehen. Bekomme ich eine Führung? Natürlich, natürlich. Wann immer dir danach zumute ist. Sprich mit Menehet, um die Führung zu beginnen. Das Ding heißt übrigens Hinterhalt im Tempel. Ich erwähne es nur. Ich sag's nur. Möchtest du jetzt eine Führung durch den Tempel? Nach dir, Menehet. Oder heißt es Diener der Göttin? Menehet reicht völlig. Schließlich gehörst du zur Familie. Das ist keine traurige Ruine mehr wie beim letzten Mal. Yamu veranstaltet jetzt regelmäßig Zeremonien, die unseren urigen Lebensstil zeigen und die viele Besucher mit mehr Gold als Verstand anlocken. Ah, diese Beschreibung passt auf jeden aus Alexandria. Ist das mit deinem Glauben vereinbar? Ich gebe zu, ich fühle mich nicht ganz wohl dabei. Von einer Räuberbande überwältigt, ha? Lautlos wie Geister. Onkel Bayek! Onkel Bayek! Hallo, Onkel. Juwelen meines Lebens. Wieso seid ihr nicht bei eurer Mutter? Nimm mich hoch, Onkel Bayek! Na, wisst ihr, man muss einen Mann nicht von hinten angreifen, wenn man 4-1 in der Überzahl ist, ha? Du hast doch gesagt, verschafft euch jeden möglichen Vorteil gegen einen gefährlichen Feind. Ja, ja, ja. Und ich bin besonders gefährlich! Versteckt euch, denn der Wanderer verfolgt eure Fährte! Okay, Verstecken spielen. War gerade da. Da ist der erste. Okay, die bewegen sich so ein bisschen. Da ist der zweite. Ist ja unfair. So, 16 Meter. Ich hole mir erstmal den hier. Du hast mich. Jetzt versteckst du dich. Komm lieber hier weg, Nyla. Du stehst doch den Priestern im Weg. Einer ist... Alter, wie schnell können die denn wegrennen? Oh, entschuldigt bitte. Komm ich hier zufällig hoch? Nyla, verfolgst du mich etwa? Ohne mich verläufst du dich noch. Das ist ein großer Tempel. Hab dich. Asena, du musst jetzt runter hier. Von hier hat man einen wirklich guten Blick auf die Sterne. Nur die Priester dürfen sich hier aufhalten. Und das weißt du. Ja, aber ich wollte sehen... Still, komm jetzt runter.
Wir beobachten die Sterne am Flussufer. Was los? Keba, was im Namen der Götter machst du da unten? Ich wollte mich verstecken, aber jetzt komme ich nicht mehr raus. Ich habe Angst. Ganz ruhig. Ich helfe dir da raus. Und wie? Ach so. Hier lang. Durch den Tunnel. Danke, Onkel Bayek. Geh sofort heim zu deiner Mutter. Sie macht sich schon Sorgen. Genau. Ach, dafür. Ach, quasi ein Geheimeingang. Ich glaube, das wird später noch. Das war jetzt der Hinterhalt. Oh, das geht aber. Dein Vater will, dass du heimgehst. Aber ich bleibe lieber bei dir. Ach, Kinder. Bestie, gleich findest du ein... Haamun, seti erdemi eni! Soris, bleib zurück! Das war das letzte Kind. Jo. Okay. Einmal verstecken spielen. Kann man machen. Ich weiß, wir haben da so einen Erfahrungspopel bekommen. Wir können die uns ein bisschen ruhig aufsparen. Moment. Was ist das denn? Oh du, der du verantwortlich bist für die ewigen Sterne, die vor Re brennen. Bereite den Weg für Unas, damit Unas uns vor den bösen und abschreckenden Kräften der Nacht schützen kann. Schön. Wäre auch schön, wenn er sowas mitnehmen würde. Würde ich sehr gut finden. Aber man kann ja anscheinend nicht alles haben. Und vor allem nicht alles mitnehmen. Seht euch das an! Es gibt Betrüger auf eurem Markt! Und ihr sagt, ihr könnt nichts unternehmen? Mit den Marktgeschäften habe ich nichts zu tun. Sprecht mit dem betrügerischen Händler. Priester, ihr seid ebenso falsch wie eure Mumien. Was ist denn hier los? Menahed, deine Brut ist wieder sicher zu Hause. Danke, mein Freund. Was wollte der von dir? Diese Besucher, sie erwerben religiöse Objekte und sind verärgert, wenn es in unserem Dorf keine toten Katzen mehr zu kaufen gibt. Ich bin zwar kein Händler, aber die Betrogenen lassen ihren Ärger leider meistens an mir aus. Das schreit nach einer starken Hand. Nach meiner starken Hand anscheinend. Fortschritt bei der Untersuchung. Manche Händler sind vielleicht bereit, über die falschen Relikte zu sprechen. Okay. Ich würde sagen, dafür könnte man mal... ins Inventar gucken erstmal. Ich hasse es, wenn da so Ausrufezeichen immer sind. Ich weiß, das Ding, okay. Ja, ja, sicher. Fähigkeiten können wir rein theoretisch eigentlich doch mal eben den einen Popel hier weggeben. Verwesungsgift. Hier so ein Luftangriff zum Beispiel. Können wir auch aus der Luft angreifen. Du kannst einen Angriff ausführen, während du in der Luft bist. Keine Ahnung, wie das genau funktionieren soll. Ultrahöchstleistung. Verdoppelt den Schaden. Können wir auch machen. Ich mache mal erstmal diesen Luftangriff hier. Vielleicht funktioniert der ja, weil dieses hier funktioniert irgendwie nicht. Oder ich bin wirklich akut zu blöd dafür. Was auch sehr wahrscheinlich ist. Faust ausrüsten wäre vielleicht ganz sinnvoll, damit wir die nicht töten müssten. Ich hätte da gerne einen extra Slot für. Extra nur für die Faust. Weil sonst muss ich auch immer hier die Waffen wechseln. Das ist immer doof. Ich kann ja hier unten kann ich ja unbewaffnet machen. Aber ja gut, oder ich muss mich halt auf eine Waffe einigen, aber dann würde ich dann vorzugsweise den Speer nehmen. Aus längentechnischen Gründen. So, Händlerkalle macht anscheinend Probleme. Dann wollen wir schauen. Wie viele Probleme? Ist natürlich immer doof. Ne? Du bist hier El Tempolo und der kauft da irgendeinen Scheiß auf dem Markt oder keine Ahnung, ich habe das nicht ganz verstanden. Irgendwie scheinen die verprellt zu werden. Das sieht aus wie von einem Kind gemacht. Die Katzenmumien sind gefälscht. Was? Wer schreit hier? Hier gibt es anscheinend Ärger. Aber da ist ja nur Stroh drin. Komm,
Komm, lass mich deinen Geldbeutel erleichtern. Du hast mir ein Amulett von Hathor verkauft und meine Frau wurde trotzdem krank. Auf bald. Morias Paraske, was ma da du dann ist. Ja, und jetzt? Achso. Meine Schwester hat eine Statue. Sei gegrüßt. Ihr seid am richtigen Ort, Neb. Wir haben alles, was euer Herz begehrt. Was ich begehre, sind Informationen zu falschen Reliquien hier auf dem Markt. Ich kenne die Gerüchte, ja, aber da ist bestimmt nichts dran. Und nun geh, wenn du keinen Ärger willst. Da nimmt den Mund aber jemand ziemlich voll. Dafür werde ich keine Drachme bezahlen. Erzähl mir etwas über die falschen Mumien. Ich möchte nichts mit dieser Sache zu tun haben. Menehet schickt mich. Dein Schweigen beleidigt sein heiliges Amt. Ich will weder ihn verärgern, noch die Götter. Man zwingt uns, Waren von schlechter Qualität zu verkaufen. Sonst werden unsere Stände zerstört. Wer steckt dahinter? Ich kann jetzt nicht mehr sagen. Trefft mich heute Nacht, wo das Dorf aufs Ackerland trifft. Und weg. Der Händler ist auf dem Weg zum Bauernhof. Dann gehen wir auch mal hin. Können wir eben mit unseren Kamelien hinreiten. Siehst du, gut, das Pferd behalten wir also nicht, wenn wir das kapern. Aus dem Weg, nicht mit dir. Gehe ich gar nichts, aber so wenig stimmt, Alter. So einiges, Junge, so einiges. Ich würde aber durchaus gerne, also bei Gelegenheit mal auf Pferdchen. Ich mag das so Pferden. Wobei, Kamel ist natürlich stilechter, ne? Gerade so für Wüste. Hier ist auch noch ein paar Pferde rum. Da ist der Händler. Wahrscheinlich sind wir sogar vor dem da. Allein, weil wir hier durchreiten können. Und dann wollen wir schauen. Wow. Was schlaberst du, Junge? So, ich bin da. Es wird ja langsam dunkel. Wir müssen jetzt mal ein bisschen warten, glaube ich. Was ist das denn? Barkett, du bist einer der besten Händler, mit denen wir Handel treiben. Mach weiter so. Wir senden dir einen großen Bestand an Mumien. Sie müssen bis zum Ende des Monats verkauft sein. Da kommt er. Ich wollte gerade sagen, hat er sich verlaufen oder was? Schön, dass der hier nicht einfach spawnt, sondern wirklich hierher rennt. Und du musst hier echt stehen und warten, dass der hier aufschlägt. Der Händler wartet am Bauernhof. Ja, ich bin schon da. Hi, Kollege. Hey. Mein Freund, schön, dass du unsere Verabredung einhalten konntest. Komm, setz dich zu mir und trink einen Schluck Wein. Dafür habe ich keine Zeit. Es ist eine so schöne Nacht. Lass uns doch einen Moment die kühle Luft genießen, bevor wir übers Geschäft reden. Händler, ich bin nicht wegen der Luft hier. Wer steckt hinter den gefälschten Reliquien? Nun, weißt du, das ist nicht ganz so einfach. Es sind so viele verstrickt in diese furchtbare Sache. Aber sie würden alle dasselbe sagen. Bedauert den Leichtgläubigen, denn ihn erwartet großer Schmerz. Wer das Böse sucht, der wird es auch immer finden. Das ist ein guter Kämpfer. Schade, dass seine Neugier ihm den Tod bringen wird. Wer durch unbekannte Gewässer fährt, riskiert dabei, auf Grund zu laufen. Niemand wird deine Leiche finden, wenn wir sie den Krokodilen vorwerfen. Der Weg des Wissbegierigen ist sehr gefährlich. Ich bin mal gespannt, wie deine Gedärme wohl aussehen. Nicht so wie deine. Friss Dreck, Magi-Abschaum. Ich bin mal gespannt, wie deine Gedärme wohl aussehen. Ciao. Autsch. Kein Loot, aber Katzen. So, Kollege, jetzt bist du dran. Was soll denn der Scheiß hier? Wollt ihr aufschlitzen? Ein Mann, der so gut kämpft wie du, kann es sich doch erlauben, gutgläubig zu sein. Rede, oder du endest genauso wie deine Freunde.
Das wird nicht nötig sein. Zwischen den Dünen, südöstlich von hier, ist das Lager, wo die falschen Mumien hergestellt werden. Ich schätze, du willst jetzt dorthin und es zerstören. Besser das Lager als deinen Kopf. Finde das Lager der Banditen. Die Götter werden mir gnädig sein, wenn ich diese Werkstatt zerstöre. So war Re lebt. So eine Schande. Ach, da ist mein Kamin. Nasiok, Moment. Hallo. Hast du eigentlich einen Namen oder heißt du einfach nur Kamil? So, dann wollen wir mal schnell hingaloppeln. Ist ja nicht weit. Ist zwar bald dunkel, aber bei Dunkelheit ist gar kein Problem. Finde das Lager der Banditen. Oh. Da ist rein zufällig auch ein Fragezeichen in der Nähe, wie mir scheint. Wer ist er denn? Stufe 8. Arbeitet. Ich glaube, gehört er hier mit zu oder was? Der läuft hier, glaube ich, Patrouille, wie das aussieht. Da war noch ein Schätzelein. Ansonsten haben wir noch drei Pferde. Wo ist denn der Typ mit Stufe 8? Da hinten. Nomus Imentet. Ich hab das Lager jetzt gefunden. Was soll ich jetzt hier? Soll ich mit dir reden? Geheime Lager zerstört. Zerstöre die geheimen Lager. Okay. Da rennen zwei rum. Ah, okay. Hier gibt es gleich mehrere davon. Persönlich würde er gerne Pfeil einsammeln. Nichts. So, der erste ist schon mal tot. Helle Aufruhr, wie üblich. Der da hat jemand großes Verlangen nach Schmerzen. Na, geht, ne? Hier kommt keiner lebend raus. Niemals. Alarm! Alarm! Ja, bitte. Den erwische ich gar nicht, der hat sich festgepackt. Zumindest nicht so einfach. Davon habe ich noch einen. Hey, es gibt Ärger! Nein, bleib hier. Glaubst du, das war ein Teil eines größeren Angriffs? Hab allerdings sonst nichts mitbekommen. Mist, der steht genau hinter dem Scheißdreckspfeiler. Wer sich mit uns anlegt, der Penner. Sein dummes, trauriges Leben verwirkt. Alarm! Hier drin! Da ist auch der oben aus. Der ist zu weit weg. Hey,
Nein! Hab dich! Das war mal ein Kill. Wo bist du? Der eine backt da immer noch. Solange der da festgebackt ist, können wir nicht viel machen. Der andere scheint auch nicht wiederzukommen. Was ist denn für ein Problem, Alter? Leg dich mal hin, Junge. Spann dich mal. So, das war die Geschichte. Erstmal alles einsammeln. Der Chefe von denen hatte wohl nichts dabei, wie schon. Ah, aber hier, Fall und Bogen. Bögen. So, einmal recht geplündert. Eine schwere Klingenwaffe. Wort beendet und noch mal Hackfleisch. Oh, hier gibt es Sprengstoff. 2. Der kommt da oben auch nicht wieder, ne? Der pennt da oben noch. Alles mitnehmen, was nicht nied- und nagelfest ist. Das brauchen die hier eh nicht mehr. Der kommt echt nicht wieder da oben. Gut. Hallo? Jetzt. Jetzt wird Menahed Ruhe. Nur rein theoretisch können wir uns den noch eben einverleiben, ne? Mal eben schnell. So. Der Vollständigkeit halber halt, ne? Haben wir den noch eben weggemacht und jetzt müssen wir da hinten wieder hin. Deswegen tummeln wir da schnell mal hin mit unserem Kamil. Oh, was? Wow. Geht da? Wer seid ihr denn? Kleine Legion hier. Was machen die hier? Was haben die für einen Auftrag? Kann ich hier hin, ohne dass ihr mich gleich lyncht? Moin. Okay, ich mache hier Pause. Ich weiß gar nicht, ob das Feinde sind. Ich weiß nämlich nicht, wer hier Freund und wer hier Feind ist. Aber können wir das nicht auch irgendwie leveln, dass der Freunde und Feinde anzeigt? Irgendwie war mir so danach. Bin mir noch nicht ganz sicher. Gut, Händler hat uns gekonnt verarscht. Dafür haben wir die jetzt alle gemacht. Alles zerstört. Alles ist gut. Es ist sehr ruhig, ne? Irgendwie die Musik ist tatsächlich sehr oft nicht vorhanden. Ich mag das ja. Also ich habe ja früher tatsächlich immer oft ohne Musik gespielt. Einfach um die Immersion so ein bisschen hochzuschrauben, im Spiel drin zu sein, ne? Weil, ich sag mal, du rennst ja auch nicht durchs Leben und hast ständig Musik auf dem Ohr, außer du hast so einen Walkman auf dem Kopf oder so einen Scheiß. Aber ansonsten eher nicht so. Und, aber mittlerweile, also, Soundtrack macht schon viel aus. So, Kamelchen, lass dich nicht klauen, ich komme gleich wieder.
Soundtrack macht schon viel aus mittlerweile, also vom Spielgefühl her, ne? Kann auch gerne wieder an Witcher verweisen. Ist sehr großartiger Soundtrack mit allem drum und dran. Was hat er denn hier? Hängt hier so rum. So, jetzt will ich aber wissen, hat der Typ eine Weihnachtsmütze auf? Da bist du ja. Ich habe mich um die gefälschten Mumien gekümmert. Ja. Hab Dank. Wie kann ich einem alten Freund das Leben erleichtern? Heute Abend veranstalten wir ein großes Spektakel. Unsere Göttin Sachmet verteidigt das Volk gegen Isfets Chaos. Aber Pamu, unser Kämpfer, ist bisher nicht aufgetaucht. Wenn er nicht kommt, wird der Hohepriester mir die Schuld dafür geben. Ich gehe ihn suchen. Sachmet segne dich. Sein Haus ist nicht weit vom Markt, aber sieh erst in der Taverne nach. Es schmerzt mich, dich um einen weiteren Gefallen zu bitten. Gar kein Problem. Pamu schätzt einen Becher Wein von Zeit zu Zeit. Dachte ich mir, als du sagtest, ich soll in der Taverne nach ihm schauen. Schon wieder aufgelevelt. Alter Schwede. Geht hier aber auch rüber die Katze, ne? Die Göttin des Gemetzels. Pamu trinkt gerne. Vielleicht ist er in der Dorfschenke. Da hinten. Würde ich sagen, gucken wir uns in der nächsten Folge an, weil die hier ist schon wieder vorbei. Von daher würde ich sagen, erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und fürs dabei sein bei Assassin's Creed Origins. Und bis zur nächsten Folge. Ich bin der Mechaniker und ich bin raus.